Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier vom Neujahrsexpress 2020 im Fairmus-Simulator. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kümmern wir uns um die vierten Teil, wo wir von Dresden ganze knapp 600 Kilometer, 534 waren es glaube ich, Kilometer nach München fahren. Hauptsächlich über Autobahn, das heißt, wir kommen zumindest schon mal ganz gut voran, haben allerdings auch zwei Baustellen mindestens auf der Route. Und ich würde sagen, wir laden einfach mal rein. Es wird zeitlich gesehen mit den Aufnahmen immer später. Mal gucken, wir jetzt gerade vom Einkaufen. Prinzipiell muss ich diese Aufnahme noch aufnehmen, noch zwei weitere Bus-Simulator 18 Videos und nebenbei noch kochen und das Ganze innerhalb von, naja, seht ihr ja gerade hier, die Uhrzeit innerhalb von unter 2 Stunden. Um 21 Uhr wäre ich nämlich schon wieder woanders erwartet. Ja, ich lade mal fix rein. Ich habe das falsche Datum genommen, ich Idiot, ne? Dann muss ich mal neu laden. Läuft. So, jetzt auch mit dem richtigen Datum. Dann machen wir die Luken hier auf, setzen uns hin. Machen die Zielanzeige an nach München, so jetzt genau. Wir starten die Zündung, starten den Motor. Licht machen wir natürlich auch nochmal an. Machen wir die Klimaanlage an mit V, schalten sie dann wieder auf 22 Grad. Ja, setz dich hin, verdammte Axt, nochmal. Setz dich hin. Dann, oh, was war das? U, I, O, P, dann wird alles anders. Dann machen wir die Tür zu, schalten den Gang ein, lösen die Feststellbremse. Und dann wollen wir mal losfahren. Wir haben mal ordentlich noch zu tun, bis wir dann endlich in München sind. Wir haben mal ordentlich Weg vor uns, über 500 Kilometer sind es. Das ist eine lange Fahrt. Direkt wieder rechts, sind zu weit. Wie wir sehen, ist es halt wieder nachts. Wieder mal eine Nachtfahrt. Sind wir mittlerweile gewohnt. Bin mal gespannt, ob wir noch irgendwann mal am Tag fahren. Auf der ganzen Tour. Oh Gott. Ja, voll in die Menschenmenge rein, weil Lex und so. Man kann es euch mal hinsetzen, du wirbelst den ganzen Staub auf, Menschenskinners. So, Mensch. Wenn die Katze aufhören würde, sich die ganze Zeit so viel zu bewegen, dass der ganze Staub und sonstige Haare hier aufgewirbelt werden, dann müssten die vielleicht die ganze Zeit hier so viel niesen. Dann sind wir ordentlich nah rangekommen hier wieder. Jetzt setz dich doch mal bitte hin, Menschensknast. Hallo, hier ist mein Ticket. Hallo, ja. Ach, ich muss mich noch einloggen. Wir fahren nach München. Zap, das Danke Sie. Stimmt. Glaube ich. Also heute ist es echt ultra am Ruckeln, ne? Wir rennen kurz einen Schritt weiter nach links und so ist ein bisschen mehr. Ja, ich habe nicht Sie angeguckt, aber gut. Ja, wir fahren nach München. Dankeschön. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Das ist so korrekt. Cool. Hi, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Nope. Ach, nee jetzt. Echt? Dann brauchst du einen. Wir warten echt eine Menge, ne? Mahlzeit, ist das gültig? Das ist gültig. Die Frames scheinen gerade nicht so solide zu sein. Das Ticket, bitteschön. Ciao. Jawohl, an München. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, auf München geht's. Ist richtig. Das wollte ich schön nicht zumachen. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Ja.
Oh, wie viel wollen wir eigentlich überhaupt mitfahren? Haben wir gar nicht nachgeguckt. Eigentlich nur 14 Stück und wir müssen dann zwischendurch die Pause machen. Puh, okay. Hallo, das Ticket. Bitte Hallo, schön. Ciao. mit schön, genau. Ich habe wohl meinen Bus verpasst. Ach so, Moin. den haben wir ja Sie schon. wollen bestimmt mein Ticket sehen. Jawohl, nach Cool. München. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. München ist Sehr richtig. freundlich. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Ja. Vielen Dank. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Jawohl, München, Cool. da fahren wir hin. Machen Hallo, die ich hoffe, beiden. ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Jawohl. Hallo, hier ist mein Ticket. Und Danke. jawohl. Dann waren das alle, dann können wir ja schon mal hier vor Zeitraffern hier. Wunderbar, wir sollen um 1:24 Uhr dort sein. Moment, wann sollen wir die Pause machen? Um 23:19 Uhr. Um 23:19 Uhr. Das ist ja ungefähr die Hälfte der Zeit, ne? Gucken wir einfach auf die Karte. Wo kann man denn hier pennen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es hier bei Regensburg gemeint, ne? Dass wir eine Pause machen müssen. So, Gott, dass diese Kasse. Warum ist das hier so am. Ist nichts anderes als vorher. Nichts anderes als im letzten Part. Was auch immer gerade abgeht. Genau, 23:19 Uhr, das sind so roundabout 4 Stunden. Genau, 4 Stunden Fahrzeit. Dann starten wir die Fahrt. Können wir ja gucken, ne? Wir haben ja da hier 0 Stunden schon noch. Bei 4 Stunden sollten wir uns dann begeben oder halt bei Regensburg. Dann wollen wir mal losfahren. Ich glaube, ich muss gleich die Katze nochmal rausbringen. Ich kann mich sonst nicht aufs Fahren konzentrieren. Wenn die weiter so macht. Und dann wollen wir mal. Wir haben, wie gesagt, 520 Kilometer noch vor uns. Ordentlich Strecke, die wir noch machen müssen. Ordentlich Strecke, die wir runterbrettern müssen. Aber erstmal müssen wir hier. Das war knappes Gästchen sogar noch. Habe ich nicht gemerkt, dass der da wirklich rüber wollte. Ich dachte, der steht einfach nur komisch. Aber aktuell läuft das noch super. Wie gesagt, das Wetter ist halt super nice, finde ich irgendwie. Haben wir diesmal keinen Schneefall. Ist die Scheibe dreckig oder ist es die Straße? Das ist die Straße. Ja, ist mein Bildschirm, nevermind. Na, kommen wir noch durch? Nein, natürlich nicht. Ah, ist schon schön mit der Beleuchtung. Muss irgendwann dann nochmal nach unserer Reise, muss ich da mal in der freien Fahrt mal zu dem Event Center fahren und gucken, was es damit auf sich hat. Es sei denn, ich schaue vorher noch in dem bei Steam, ne, ob man das irgendwo sieht. Oder ich google. Nach München.
wenn wir die Abfahrt nach Regensburg haben, ne, wenn da auf der rechten Seite müssten ja stehen, hier geht's nach Regensburg, dann wissen wir, okay, dann müssen wir bald pennen. War doch bei Regensburg, ne? Ja, bei vor Regensburg, verdammt. Nach Nürnberg. Wenn wir wissen, okay, hier Nürnberg, wir sind an Nürnberg vorbei, dass wir danach eine Pause machen. Nach Nürnberg machen wir eine Pause. Schon gar nicht mal wieder abdrücken mit den Pausen. Das nochmal dargestellt wurde. Aber wir müssen danach auch bei mal schön durch den Bus rennen, Leute kontrollieren. Wir einfach 60 fahren und die Leute uns immer noch davon fahren, ne? Schöner Wahnsinn. Ich habe dir extra Zeit Platz gelassen, in Anführungszeichen, das ist dann nicht so, als ich einfach nicht schneller vorangekommen bin. Und dann geht jetzt aber auf die Autobahn nach. Na, steht schon dran. Ne, hier steht bisher noch nur Erfurt dran. Jetzt habe ich schon wieder den verkackten Motor ausgemacht, ne? Es liegt halt daran, ich bin in einem Bus-Simulator. Und da ist für mich der Blinker halt aktuell noch auf der E-Taste. Wie es halt im Bus-Simulator 18 ist. Da habe ich ihn im Fernbus-Simulator habe ich die Blinker allerdings so gesetzt, oder fast so gesetzt, zumindest die normalen Blinker, nicht die warmen Blinker, wo der ist, habe ich gerade null Plan. Aber die normalen Blinker habe ich halt genau dahin gesetzt, wo ich sie halt auch bin, ETS 2 und ATS habe. Oh, das war eine enge Kiste, glaube ich, auch hier. Na, am Dingens vorbei. Wir dürfen 100, ne? Aber wir fahren erstmal eine Baustelle rein. Erstmal schon hier mit 80. Oh, direkt neben der Polizei. Na, okay. Das passt ja, das passt hier wunderbar. Als wäre es für uns gemacht gewesen. Ist ja so, ist ja eigentlich keine wirklich starke Verengung. So gesehen. So. Warum auch immer das jetzt auf 83 ist, wenn ich die Cruise Control oder den Tempomat auf bei 81 eingestellt habe, aber gut. Mir soll es egal sein. Die Rutschen sogar geteert. Ich finde es auch lustig, wie sie halt einfach hier komplett. Wie einfach die komplette KI die Geschwindigkeitsbeschränkung innerhalb der Baustelle einfach komplett ignoriert. Hier haben wir die 80, obwohl hier sogar nur 60 sind. Das ist ja auch interessant. Aber mal wieder Gas geben. Auf die 87 Kilometer bis München. Bin ja mal sehr gespannt, wann wir München erreichen. Kämpfen schon mal den ersten Hügel hinauf. Okay, jetzt haben wir Leipzig. Schon, ich muss noch achten wegen Nürnberg, ne? Das ist halt so der Nachteil, wenn man jetzt keinen Wegpunkt setzen kann, dass man weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist zweispurig. Können wir den Tempomat wieder einstellen. Jetzt dürfen wir unter 80 löppt.
bin so stark untergebremst. Da ist schon wieder die Scanias, die wir hier rumfahren. Ich bin ja schon echt gespannt auf den neuen Teil. Also mit dem neuen Teil meine ich auf The Bus. Der ja 1:1 in Berlin darstellen soll. Oder darstellen werden soll. Ich weiß, nein. Lass es mich so formulieren. Wo Berlin im 1:1 Format dargestellt werden soll. Das wird natürlich nicht alles komplett sein, aber zumindest ein 1:1 Maßstab, wo halt die Buslinie lang fahren, ist schon da. Ich bin schon echt gespannt drauf, freue mich schon drauf. Davor werde ich auf jeden Fall nochmal, bevor auch nochmal fahren muss, wobei ich aber auf jeden Fall nochmal in Tourist Bus Simulator reingeschaut haben, bevor das in die Early Access Phase rauskommt, The Bus. Das steht schon mal fest. Wie gesagt, dementsprechend müsste ich eigentlich wirklich gleich noch, wenn wir hier in gefühlt 3 Stunden fertig sind, muss ich dann echt doch wirklich noch 2 Folgen Bus-Simulator 18 aufnehmen. Und das alles doch vor 21 Uhr noch. Das ist echt mal wieder super optimal. Okay, Tank sieht gut aus noch. Ist auch klar, wir haben die ganze Fahrt ja gerade erst begonnen, da ist der Tank noch voll. Wenn wir beim Depot gestartet, wenn wir jetzt eine komplette Rundfahrt genommen hätten oder die komplette Route direkt in 1 schon hätte starten können, dann hätten wir wahrscheinlich nochmal tanken müssen. Finde ich auch nice, wenn ich jetzt hier wieder mal, wenn ich Kopfhörer auf habe, ohne irgendwie eine Kapuze aufzuhaben. Ohne vom Hoodie die Kapuze aufzuhaben. Dann läuft das, nee, Moment, wie hat mich das ganz angefangen? Genau, wenn ich das aufhabe, dann ätzen die Kopfhörer super, wenn ich dann die, wenn ich dann mal das nicht so habe, dann ist das wieder ganz anders. Wir fangen ja sowieso erst nochmal Richtung Nürnberg, aber wir fahren halt nicht bei Nürnberg raus. Ich hoffe mal echt, dass wir mal wieder eine Tagesfahrt haben. Wir haben ja gefühlt bisher nur eine Tagesfahrt gehabt, die anderen waren ja eigentlich. Hatten wir bisher eine Tagesfahrt? Doch, ja, glaube ich, die erste war es, ne? Und dann halt der dritte Teil war halt nebelig und so weiter. Das war ja schon fast wie der Tag, mehr oder weniger. Mal die Verspannung aus der linken Schulter rausbekommen. Ja, fange ich dann im neuen Jahr mit an. Ne? Man muss ja auch im neuen Jahr was haben, womit man anfangen kann. Pläne fürs neue Jahr. Wobei ich eigentlich halt nicht so, also ne, nicht so von wegen hier diese üblichen Neujahrs-Goals, so nach dem Motto, nicht in dem Stil, sondern halt einfach so Dinge, die man dann auf alle Fälle im Jahr anfangen möchte oder anfangen wird. Was war das? Das war ein Auto, was nicht die Blinker erkennt, was Blinker bedeuten. Das Gute ist, das Gute in so gesehen einem Fernbus-Simulator ist halt, dass es, selbst wenn man realistisch und nicht arcade-mäßig spielt, ist es halt immer noch Arcade. Weil du hast jetzt nicht den Aspekt hier, ein Unfall und so weiter kostet dir einfach unendlich viel, unfassbar viel Kohle oder so. Der Katze raus ist natürlich auch super optimal.
Dann wollen wir weiter. Aber man hat halt nicht so, wenn man jetzt einen Unfall baut, haben wir einen Unfall gebaut, so, ne? Also klar, gut, bei Bus in Mathe 18 haben wir uns ja mittlerweile auch so viel Geld eingefahren. Auch mit den Fahrern. Dass uns da ja auch quasi, dass es da ja auch fast noch Arcade-lastig geworden ist. So, das Einzige, womit wir halt Geld ausgeben, ist halt, um die Mission abzuschließen. Und das Geld, was wir dafür ausgeben, das ist halt auch so minimal, dass es halt kein bisschen wehtut. Ich bedenke, ich glaube, wir haben da ja so viel Geld, wir könnten uns fast. Ja, gut, naja, wir könnten uns fast 100 MAN Line City A37 kaufen. Von dem habe ich jetzt gerade so den Preis noch im Kopf. Aber wir sind ja gerade bei 17 Millionen. Wir sind kurz da und wir müssten halt 24 Millionen bräuchten wir halt, um 100 von dem Bus zu kaufen. Das Geld hätten wir so gesehen. Also wir könnten eine Menge Busse uns kaufen. Aber wir müssen es halt nicht so, ne? Was wir nicht müssen, solange und damit wir nichts übersättigen, machen wir es natürlich auch nicht. Und da klar kam, ich könnte es natürlich immer noch komplett profitmäßig weiterführen, das Projekt. Oder hätte schon längst so weiterführen können, um nach maximalem Profit zu gehen. Aber wozu? Es kommt ein neuer Teil raus, der deutlich umfangreicher ist. Und dann werden wir es einfach da machen, dass wir da halt wirklich so den maximalen Profit rausfahren und immer rausnehmen. Und dass wir halt, wenn wir eine Strecke haben, dass wir sagen, okay, laut Mission müssen wir nur das und das machen. Es ist aktuell noch nicht übersättigt. Wir haben das Geld. Dann holen wir uns noch einen weiteren Bus, einen weiteren Fahrer, packen den drauf und fertig. So. Alter. Erstmal voll abheben, ey. Da freue ich mich halt auch schon drauf, so für die anderen Teile. Und da bin ich auch gespannt. Ich bin gespannt, wie das in. Ich habe es mir, to be honest, ich hab eigentlich nur die aktuellen, bisher nur die Beta-Phasen für The Bus quasi überflogen. Ich habe es mir noch gar nicht so explizit angeschaut, dass ich genau weiß, was auf mich zukommen wird. So hauptsächlich mehr oder weniger überflogen. Wenn ihr das Ganze mitbekommen wollt, wie ich das so überfliege, dann müsst ihr bei Lavan in die kommenden. Was geht denn hier ab? Nix. Alles gut, nichts passiert. In die kommenden Eurogeschwächsinformation 2 Folgen reinschauen, die wir gemeinsam halt nachkommentiert haben. Da haben wir so viele Themen angeschneiden können. Ah, es war schon nice. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr. Wir waren noch, glaube ich, drei Stunden waren wir, glaube ich, dran oder so. Oder drei Stunden waren wir gemeinsam im Voice. Ne, insgesamt vier Stunden, drei Stunden ungefähr. Aber zweieinhalb Stunden haben wir dann quasi, waren wir damit beschäftigt, nachzukommentieren. Ich weiß schon mittlerweile gar nicht mehr, was wir jetzt quasi nachkommentiert haben und was davon jetzt danach einfach so noch für uns zum Quatschen gewesen ist, aber 24 sollen wir dort sein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Wo sind wir denn gerade? Wir sind doch mitten. Okay, wir sind dort. Hier. Fest. Haben noch ein gutes Stück. Klar, sind noch 325 Kilometer. Mal so ungefähr 100 Kilometer vorher sollen wir dann wahrscheinlich unsere Pause machen. Die wir natürlich machen werden. So, es geht weiter nach München und Nürnberg. Hoppala. Ich werde auf jeden Fall gleich, wenn ich hier.
der Blinker auch nicht immer angenommen wird, manchmal nicht angenommen wird, ne? Wird auf alle Fälle je nach direkt Soße in den Topf schmeißen und das anstellen. Ja. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich eh nur dazu kommen, eine Folge von Bussenbad 18 aufzunehmen. Kann ich dann lieber die Soße auf volle Dröhnung stellen, dann dabei stehen und dann ist das fix warm. Gegebenenfalls kann ich das sogar morgen nochmal bis zum Mathe 18 aufnehmen für denselbigen Tag. Also mit viel Glück ist die Folge ja dann nicht allzu lang. Oh, wir dürfen immer noch nur 78. Die KI. Gut, die Kurve ist auch da nicht optimal. Hätte man vielleicht sogar noch mit 80 nehmen können, aber war schon ganz gut, dass die KI das nicht bisschen abgebremst hat. Dadurch sind wir komplett gut in der Spur geblieben. Jetzt kämpfen wir uns wieder hier den Berg hinauf. Ich weiß gar nicht mehr, war das... War... Ich meine, irgendein Bus-Simulator, meine ich, oder ein Truck-Simulator, war, meine ich, auch anhand von der Topografie von Google Maps erstellt worden. War das Fernbus-Simulator? Oder war das ein anderer Simulator? Oder war das ein anderer Bus-Simulator? Oder war das on the road? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo war das. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das nicht nur von SimRail 2021 gehört habe. Was ja auch irgendwann im nächsten Jahr rauskommen soll. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das halt rauskommt und wie das wird. Das wollen Lava und ich uns ja mit Sicherheit, also auf alle Fälle, also ja, wir haben zumindest den Plan, dass wir uns das Game dann holen werden. SimRail 2029 oder sowas. SimRail, irgendwie sowas. Ich glaube, das war SimRail 2021. Wo es zumindest angekündigt wurde, auch ein Multiplayer angekündigt wurde, ebenso wie der Multiplayer angekündigt wurde für The Bus, dem neuen Spiel von TML Studios. Bleiben wir mal auf der linken Spur, würde ich sagen. Na, hier kullern wir hier weiter schön mit Tempo 100 runter. Sofern ich morgen, in eurem Fall heute, nicht nochmal einkaufen muss am 30. kann ich sogar so weit das alles vorbereiten, dass ich mich, mit was wollte ich mich jetzt beschäftigen, verdammt. Ich hatte gerade was im Kopf gehabt, hab's wieder vergessen. Dürfen wir nicht mehr überholen, aber wir können auch gerade nicht rechts reinziehen, deswegen bleiben wir mal weiter im Überholvorgang. Ich glaube, wir schon rein können. Nee, ich glaube, der holt nämlich auf, der Kollege. Aber gleich ziehen wir ihn davon. Wegen irgendwas wollte ich zumindest so weit aufnehmen, dass ich erstmal nichts mehr. Dass ich mehr Zeit habe, um irgendwas zu machen. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas sagen. Ich habe es wieder vergessen. Vielleicht fällt es mal wieder ein. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer mehr. Egal, vielleicht fällt es mal wieder ein. Und wenn nicht, wird es nicht so wichtig gewesen sein. Nur noch 240 Kilometer.
Auf die Spiele bin ich auch echt gespannt, wie die werden. Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Genau, ich muss versuchen, morgen möglichst viel noch aufzunehmen für am besten für die komplette Woche. Dass ich das nicht mehr machen muss. Oder halt möglichst viel. Jetzt haben wir wieder Stau. So dass ich dann endlich mal wirklich den Livestream mehr reinziehen kann von SL Software, den Weihnachts-Livestream. Aber wenn es doch wirklich so einen Private Multiplayer gibt, also quasi so ein, so was man eine eigene Lobby erstellen kann, das wäre auch schon nice. Und ich muss, eigentlich muss ich echt wirklich ordentlich reinballern und die ganze Woche fertig vor aufnehmen. Und am besten noch ein bisschen mehr die Platte voll machen, damit ich endlich mal die Zeit auch finde, zum einen wieder hinterherzukommen mit den ganzen Videos, die ich mittlerweile, also ich habe teilweise gefühlt, hinke ich in manchen YouTube-Serien so gesehen, etliche Videos zurück. Teilweise nur 10, teilweise aber auch 70 oder 50 oder so. Dass ich da ein bisschen hinterherkomme oder dass ich halt so nebenbei, dass ich nebenbei zumindest so ein bisschen auch mich für Transportfieber so ein bisschen vorbereiten kann, dass ich zumindest da, wir dürften immer noch gar nicht, wir müssten eigentlich die ganze Zeit weiter rechts fahren. Ich bin jetzt komplett wieder im Überholverbot rumfahren, aber es ist halt wie gesagt arcade-lastig. Der Fernbus-Simulator, da kann man das schon mal machen, man bekommt keine Strafe, von daher in dem Sinne, klar, nicht ganz so realistisch und so, aber who cares, man hat keinen negativen Nutzen daraus. Wir müssen jetzt bei Nürnberg sein, kann das sein? Nürnberg und Würzburg sind angeschlagen. Angetragen, eingeschlagen, mache ich, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Stehen drauf, was heißt die nächste Möglichkeit, wo wir Pause machen sollen, können, da werden wir Pause machen. Dann müssen wir jetzt gleich wieder noch ein Autobahnkreuz haben und dann sind wir auch kurz vor der Raststelle. Komisch, je weiter wir wieder gen Süden kommen, desto grüner wird es, ne? Also irgendwie verkehrte Welt. Eigentlich hätte es hier müsste eigentlich eher Schnee liegen als jetzt in Dresden oder ganz im Norden, also fast ganz Norden als in Bremen und Hamburg. Aber irgendwie vom dynamischen Wetter her habe ich das Feeling, man startet mit Schnee im Winter. Haben Sie es so eilig? Nö, ich habe kein Stück keine 80 gesehen, sorry. Und die Erfahrungspunkte, die wir jetzt noch bekommen, sind eigentlich auch komplett irrelevant. Wir steigen eh ein paar Ränge hoch. Ich glaube, ich bin jetzt Rang 47.000 oder sowas von dem Dreh. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wir steigen Level, also wir bekommen sowieso Erfahrungspunkte hier für die Fahrten. Von daher ist auch, wenn wir mal ein bisschen zu schnell fahren, ist halt auch egal. Also das Fernbus-Simulator finde ich ist halt schon so ein nices Ding halt so für zwischendurch, kann man gut für zwischendurch nutzen. Staut sich's wieder. Also wie gesagt, ne, wie ich schon häufiger gesagt habe, wenn ihr mehr vom Fernbus-Simulator sehen wollt, wenn ich mehr solcher Events machen soll oder wenn ich allgemein mehr Touren im Fernbus-Simulator fahren soll, sei es eine reale reale Flixbus-Tour oder eine eigens erstellte oder sonstiges. Oder wenn man was mit dem Event-Ding da machen kann oder weiß ich nicht, dass ich da Events machen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare dann und lasst es mich wissen. Dann können wir das sehr gerne im neuen Jahr machen. Ui, der ist aber
Boah, der hat's eilig. Er ist aber richtig eilig. Der auch. Ein bisschen noch mal enger. Interessant. Ja, das ist gar nicht mehr so weit bis nach München. Nur noch 150 Kilometer. Müsste jetzt bald bei der Raststätte ankommen. Im Prinzip könnten wir natürlich komplett durchfahren. I guess. Aber da wir noch rasten müssen, werden wir das tun. Überall Verbotsschild gesehen. Weil Sven haben es halt übersehen. Vielleicht schauen wir im neuen Jahr auch nochmal in On The Road rein. Dann müsste ich zwar wieder ein komplett neues Profil starten. Aber ich glaube, ich werde vorher nochmal bei der Facebook-Seite. Ich werde nochmal Facebook entstauben und bei der Facebook-Seite dann nochmal gucken, ob es da irgendwie neue News gibt, ob da irgendwie im Jahr 2021 weiter gearbeitet werden wird oder ob es halt einfach weiter halt nur quasi aus Steam auf einmal gesellt wird. Wäre sehr nice, wenn es weiter fortgesetzt werden würde und wenn das Gameplay mit Tastatur so angenehm wäre, wie jetzt beispielsweise auch hier im Fernbus-Simulator. Also, das läuft halt, dass alles Gutes läuft. Wir haben noch einen halben Tank, das reicht locker noch bis nach München. Rausdrücken. Ja toll, wir kommen jetzt hier wieder weg. Das hat mich zurückgesetzt, verdammte Axt. Wie komme ich den Kram wieder hier weg? Ach so. Als ich es probiert habe mit rechts, mit nochmal Tab drücken, hat es nicht geklappt, aber jetzt schon. Was für ein Scam. Scam meine ich eigentlich eher verarsche, aber gut. Noch ist immer sowas zumindest. Ganz andere Kram noch läuft, dann wenn ich jetzt auf Zeitreffer drücke, passiert nichts, dann würde ich sagen, rasten wir. Da war ja okay. Müssen wir mal die Fahrgäste kontrollieren. Ja. Das ist schön. Ich habe die Ava Otto gar nicht gesehen. Jetzt von 14. Hier mal zu viel da. Dann kontrolliert. Und dann haben wir es.
Ja, dann können wir weiterfahren nach München. Dann schließen wir wieder die Türen, legen den Schlenkgang ein und fahren los. Warum sind wir schon wieder auf 0 Stunden Lenkzeit? Hat man uns lösen. Egal, wir fahren nach München, haben wir nur noch nicht mehr allzu viel, nur noch 125 Kilometer, bis wir in München sind. Durch herbstliche Landschaft. Es sind noch so viel Laub auf dem auf der Straße, liegt es halt auch interessant. Aber gut, mir soll es egal sein. Weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ja jetzt mit dem anderen Teer, ist natürlich auch wieder eine komplett andere. Vor allem, dass auch die die Fahrbahnmarkierung so abgenutzt ist, ne? Das ist halt auch wieder interessant. Interessantes Feeling auf jeden Fall. Schön mit den Bergen im Hintergrund. Mit den schneebedeckten Bergen. Einfach ein tolles Landschaftsbild. Auch wenn wir davon hauptsächlich Silhouetten sehen, aber schön ist es trotzdem. So. Wir wollen nicht nach Regensburg, wir wollen weiter geradeaus Richtung München. Ich denke mal, wir können auf der Spur hier bleiben. Beziehungsweise links wird eine neue Spur aufmachen. Heißt, wir müssen eigentlich auf der linken Spur sein, ne? I guess. Oh ne! Das ist ja smart. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich dachte, wir werden hier wieder gerickt und wir müssen wieder nach auf der linken Spur wechseln. Das ist nice. Das ist ein nice Prefab Design, Leute. Das like ich, genau. Das gefällt mir. Muss dann irgendwie gleich den Berg hinauf. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr von Fernbus mal sehen wollt, dann sagt Bescheid, wenn ich dann mal irgendwie, was weiß ich, in der Schweiz fahren soll oder Österreich oder Frankreich oder whatever, Niederlande ist ja auch mal rauskommen. Einfach gerne mit euren Wünschen, Ideen und Vorschlägen in die Kommentare. Die Fahrbahn ist ja scheinbar neu gemacht. I guess. Oder sie wurde zumindest neu geflickt oder so. Und da waren es nur noch 85 Kilometer. Wir sind fast da. Wunderbar, da kann ich gleich an den Herd gehen. Oder zumindest eine Folge aufnehmen vorher. Vorher noch eine Folge aufnehmen, war. Kann man auch machen. Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Ja, was da abgeht, der kann nicht auf eine linke Spur wechseln. Und ich schleppe ihn noch mit, oder was? Was für eine Verarsche wieder hier. Ein Unfall zu viel. Ist notiert. Aber wie gesagt, das ist mir halt, ne? Ist halt ein Mäh und so, aber. Sag mal so, ich blink halt rechtzeitig vorher, so KI. Meine ich ja zumindest, dass die ganz gut auch schon die Allianz Arena hier schön beleuchtet, dass die KI ja zumindest auch fähig ist, die Blinker zu erkennen und sich daran zu orientieren und dann ihr Verhalten darauf zu ändern. Meine ich ja zumindest erkannt zu haben auf der ersten Fahrt. Und ich fahre quasi immer noch so wie der Stand, den ich habe von der ersten Fahrt, dass die KI, wenn ich blinke und langsam rüberziehe, dass die KI merkt, okay, da passiert was, der will rüber. So nach dem Schemata fahre ich. Ach, Kackblinke. Bleib doch einfach mal an. Nach dem Schema fahre ich, oder nach dem Schema linke ich.
Ja, von daher kann es sich noch von Tour zu Tour ändern. Ah, wir bleiben auf der linken mittleren Spur. Wir müssen gleich weiter, wir wollen gleich weiter noch LKWs. Konstanz wollen wir nicht. Wir müssen gleich rechts raus. Den noch zu überholen, das wird ein knappes Ding. Oh, den Petrol-LKW. Ein bisschen ausgetragen worden, aber das kriegen wir noch hin. Oh, jetzt wird die Fahrbahn auch wieder. Fahrbahnmarkierungen sind jetzt auch wieder besser einsehbar. Voll hier erstmal in Eisen gehen. Wir einen auf Must-Pass-Truck gemacht haben. Beziehungsweise mehr oder weniger machen mussten. Dann geht es auf der Bundesstraße 13 nach München. Weiter nach München. Zumindest ein bisschen noch Landstraße, 29 Kilometer. Bis wir dort sind, wahrscheinlich fahren wir nochmal so ungefähr 25, nee, 20 Kilometer fahren wir, denke ich, nochmal mit auf der Landstraße. Beziehungsweise Bundesstraße. Beschleunige immer zu früh, ne? Ich bin halt immer noch so im. Ich hab halt immer noch so, selbst wenn ich jetzt im anderen Simulator rumfahre, was kommt, der komplett anders aussieht, hab ich halt immer noch so das Muscle Memory von Bus Simulator 18, wo man ein bisschen früher drauf drücken muss. Wir haben ja hier quasi im MRN, im Fernbus Simulator haben wir ja quasi einen Kickstart. Den haben wir ja beim Bus Simulator 18 nicht so wirklich. Schon sind wir in München. Wenn hier wieder schon mit Sirenen begrüßt. 23 Kilometer sogar fahren wir durch München durch bis zur Haltestelle. Ein bisschen zopp. Nices Ding. Sehen wir zumindest noch. Schöne Bergkulisse und die Stadt. Liegt ein bisschen Müll rum. Ist das nicht der, der gerade vor uns fuhr? Hatte der nicht gerade eben FFM dran? Und nicht A? Also kam er nicht gerade aus Frankfurt am Main und nicht aus Augsburg? Falls Augsburg ist, I don't know. Weil er gerade aus Richtung Hauptbahnhof und Zopp, genau da wollen wir hin. Ja, da fehlt auch wieder nicht viel. Mit dem Fernsehturm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich lasse gleich den Zufallsgenerator laufen. Guck dann, was der Zufallsgenerator bei Bus-Simulator 18 sagt, was für eine Tour das wird. Wenn das eine kurze Tour wieder wird, wo ich weiß, okay, die wird nur 15 Minuten oder so dauern, dann fahre ich zur ersten Bushaltestelle. Check dann die Fahrer ab, die Leute ein und dann mache ich die Soße, schmeiße ich die Soße an auf dem Herd und dann nehme ich den Rest auf, dann habe ich zumindest eine Sache aufgenommen und kann ich sogar, oh, ist das,
Oh, ist das rot und grell? Weil ich zu schnell fahre? Nein. Weil die Weihnachtsbeleuchtung einfach nur bam in your face ist. Jetzt, wo ich die ganze Zeit im Winter fahre, würde ich schon gerne so eine noch mal hier im Fernbusimmer fahren, wenn es halt anders ist, wenn es Sommer ist oder Frühling oder gut Herbst, haben wir ja schon quasi so ein bisschen das Feeling, so viel Laub, der auf der Straße liegt. Aber mal schauen, wie gesagt. Wir können sehr gerne noch etwas mehr als nur jetzt dieses Special Tour im Fernbus Simulator verbringen. Aber wir machen jetzt hier Richtung Zopp. Schöner der Weihnachtsbaum, wie er beleuchtet ist. Also wie gesagt, Trudeau's Bastard werde ich auf jeden Fall ausspielen und jetzt fahre ich ein bisschen zu schnell wieder und aufnehmen. The Bus werde ich auch aufnehmen. Ich denke mal, also sofern es keine Einschränkungen gibt, dass man das nicht in der Early Access Phase machen darf, werde ich auch schon in der Early Access Phase damit anfangen. Aber True ist, was ich möchte, wird es auf jeden Fall geben im neuen Jahr. Da werde ich. Ja. Eventuell, vielleicht mache ich das sogar so, dass ich einfach sage, okay, Bussimatte 18, okay. Ich will Bussimatte 18 halt so gesehen die Main-Kampagnen ohne die Map-Expansion möchte ich gerne vor Bussimatte 21 draußen das komplett abschließen. Sprich, deswegen muss ich allein dafür halt auch schon ein bisschen reinbuddern. Vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt oder drei, anstatt vier Videos plus 18 in einer Woche, machen wir es einfach mal runter auf drei. Und dann der vierte Slot, der wird dann vergeben mit. Was haben wir denn jetzt überhaupt hin? Ja, meine, das war doch die Scheibe. Und nicht mein Monitor. Aber wir sollen noch weiter rechts hin, alles klar. Genau, das ist halt der eine Slot, der halt von Tours bei Simulator eingenommen werden kann. Mal schauen. Mal schauen, wie der Zukunftsspinner. Oh. Was so macht. Kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. So sieht's nämlich aus. Machen wir die Luken auf. Lassen die Herrschaften aussteigen. Da sind sie ja. Und dann können wir das Ganze auch uns ausloggen und beenden. 989 Punkte haben wir bekommen. Achievement unlocked. Sorry. Wieso haben wir jetzt das Achievement bekommen mit sorry? Was besagt das? 10 passengers rejected correctly. Ich verstehe. Ihr merkt, wie wenig ich wirklich hier gespielt habe, ne? Also so viele Achievements, wie ich jetzt bei dieser einzigen Tour das hier abfarme, mehr oder weniger.
Fahrgäste, Kurier, verkauft so Tickets, war keins dabei, die haben nichts Ungültiges gehabt, nichts mit leer gefahren vom Tank her. Ich habe vergessen, die Ansage abzuspielen, das stimmt. Das liegt vielleicht aber auch hauptsächlich daran, gut, das waren jetzt 5 Punkte, die uns hier fehlen. Lag wahrscheinlich auch mit daran, weil ich halt jetzt ein bisschen abgelenkt war, von wegen, weil ich gerade noch vom Einkaufen gerade wiedergekommen bin. Und direkt danach wieder angefangen habe. Ne? Setz dir mal vor, ich bin jetzt bei 4902 Gesamterfahrungspunkten. Und morgen geht es dann weiter im Neujahrsexpress auf dem 5. Abschnitt. Geht es dann von, na, wo haben wir es? Von München, Zopp, nach, ich will gar nicht wissen, wie lange die Strecke sein wird. 624 Kilometer. Wie gesagt, wir legen wieder weiter ein drauf. 624 Kilometer von München nach Luxemburg. Und ich muss das jetzt erst ändern. Genau, das wird unsere Reise sein, die wir morgen fahren werden im Neujahrsexpress. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Selbst wenn ich jetzt hier NE5 eingebe, der wird es ja eh nicht dran stehen bleiben. Genau, 624 Kilometer morgen von München nach Luxemburg. Ich hoffe, ihr hat das Video gefallen.